Dann macht es dir jetzt bequem und schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Sortiere dich noch einmal und mach es dir bequem. Jetzt konzentriere dich auf deinen Atem . Atme tief ein und aus. Heute wirst du dich mit deiner göttlichen Quelle beschäftigen. Denn du bist angebunden an diese göttliche Kraft. Du atmest ganz ruhig und tief. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich. Lässt Altes los. Was dich belastet, was dich beschäftigt. Du darfst jetzt das loslassen und einfach genießen, dass du dich mit deiner göttlichen Quelle verbindest. Die göttliche Quelle ist unendlich. Und sie ist voller Liebe. Und darauf kannst du jederzeit zugreifen. Einfach nur mit der Kraft deines Gedanken oder eines Gebetes oder einer Meditation kannst du dich mit deiner göttlichen Quelle verbinden. Einfach indem du einen Atemzug tust und dich in das Innere zurückziehst, in dein Innerstes zurückziehst. Du beobachtest deinen Atem. Und spürst langsam die Entspannung, die sich breit macht in deinem Körper. Und du kannst schon merken, wie langsam sich die Verbindung aufbaut nach oben zu der göttlichen Quelle. Du spürst es vielleicht als ein Kribbeln, ein sich ausdehnen. Wenn du dir vorstellst, du atmest aus, kannst du dich ausdehnen in deinem energetischen Feld. Du kannst dir auch immer Rat holen und Führung von deiner göttlichen Quelle. Du kannst um Heilung bitten und Unterstützung während deines ganzen Lebens. Vielleicht nimmst du jetzt dein weißes Licht da. Dieses weiße Licht symbolisiert die göttliche Quelle.
Und es dehnt sich immer mehr aus mit deinem Licht und verbindet sich mit deinem Licht. Dieses Licht hat heilende Eigenschaften. Sie stärkt deine Verbindung zu ihr. Sie reinigt dich. Sie stärkt dich und klärt dich und deine Gedanken, deine Energiefelder. Vielleicht wird es heller um dich herum. Wenn du deine tägliche Arbeit verrichtest, kannst du dich an diese Quelle anschließen, um deine Arbeit darin zu unterstützen. Wenn du mit Menschen arbeitest, kannst du dich an die göttliche Quelle anschließen und mit ihr verbinden. Du kannst sie in allen Bereichen deines Lebens hineinsenden, dieses Licht. Und du atmest ganz ruhig. Du kannst wirklich aktiv dich mit dieser göttlichen Quelle verbinden und dieses Licht benutzen, um mit ihr zu arbeiten. Es ist nur ein Gedanke entfernt von dir. Du kannst aktiv jeden Tag dir die Zeit nehmen, um sich mit diesem liebenvollen, nährenden Licht zu verbinden. Du kannst deine Fähigkeiten verstärken, deine intuitiven, medialen Fähigkeiten, deine heilerische Fähigkeiten, während du dich von diesem Strom des weißen Lichts anregen lässt. Du kannst dir auch vorstellen, du stehst unter einem Wasserfall bedingungsloser Liebe, Freude, Kraft aus der göttlichen Quelle und es durchflutet dich und es fließt durch dich hindurch in jede Zelle deines Körpers. Du kannst diese Kraft auch in deinem Herzen spüren, in dein Herzzentrum. Du kannst deine Hand oder deine Hände mal auf dein Herzzentrum legen und es dort spüren, wie diese göttliche Kraft pulsiert, wie du durch dein Herz eine Verbindung zu dem göttlichen Quelle aufgebaut hast. Du kannst die Liebe spüren. Vielleicht spürst du Dankbarkeit. Es reinigt dich, es energetisiert dich, nährt dich und gleicht alle Energiefelder aus.
Es hat auch eine schützende Eigenschaft, indem du dich in dieses Licht hineinstellst. Fühlst du dich behütet und beschützt und geborgen? Du kannst jetzt die Quelle fragen. Was macht dich aus als Mensch? Vielleicht bekommst du eine Antwort. Was macht dich besonders? Welche Eigenschaften hast du, die besonders sind? Vielleicht gibt es noch etwas für deine Intuition oder für deine medialen Fähigkeiten, die du hast. Was macht dich da besonders? Welche Fähigkeit hast du besonders stark entwickelt? Was darfst du der Welt geben mit dieser Gabe, die du hast? Welche Aufgaben hast du? Was darfst du noch lernen? Du hast jetzt die Antworten bekommen, die du brauchst. Fang jetzt an, tiefer wieder zu atmen. Mit jedem Atemzug kehrst du wieder mehr in deinen Körper zurück. Dieses Licht zieht sich zurück, langsam in dein Herzzentrum. Du spürst diese Verbindung immer noch zu dieser göttlichen Quelle. Sie ist immer da, diese Verbindung. Und du atmest immer tiefer ein und spürst deinen Körper immer mehr und fängst wieder an, dich zu bewegen und
so, als hättest du einen Schlaf, einen kleinen Schlaf gehabt und wachst langsam wieder auf und kommst wieder zurück in das Hier und Jetzt.